Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autoforie. Heute erfüllen wir direkt zwei Wünsche mit einem Fahrzeug. Welche das sind, das erfahrt ihr jetzt im Fahrbericht des Ford Focus Turnier. Wunsch Nummer 1, und der kam vermehrt von euch, zeigt doch mal nicht immer nur die ST-Line. Ja, es war schwierig, aber endlich haben wir ihn, einen ganz gewöhnlichen Ford Focus in der Titanium-Ausführung. Also kein unnütziges Klimbim von der Vignale oder von der ST-Line, ganz normal. Darunter gibt es natürlich auch noch Trend und Cool und Connect und ja, etwas weniger Ausstattung, als wir es jetzt hier haben. Aber ich glaube, damit kommt man dem allgemeinen Ford Focus doch schon näher. Erkennungsmerkmal ist zum einen natürlich die veränderte Tagfahrlichtgrafik im Vergleich zur ST-Line, die wir euch schon gezeigt haben. Und hier unten, das ist dann nicht mehr ganz so LED, die ganz normalen Nebelscheinwerfer mit Glühbirnen. Und dann kommen wir auch schon zur Seite. 2,70 Meter misst der Radstand, 4,66 Meter misst er in der Länge. Und ich gebe euch das einfach mal so mit auf den Weg. Ich habe ihn letztens mal im Regen so von außen angeschaut. Es ist doch ein ziemlich schicker Kombi, um ganz ehrlich zu sein. Hier 17 Zoll Felgen. Es geht auch noch größer mit der ST-Line. Da gibt es dann 18 Zoll Felgen. Und was man ja auch mal sagen muss, wenig Karosserie, viel Glasfläche, heißt sehr gute Umsicht. Und dann kommen wir auch schon zum Heck. Ganz wichtig, Fokusschriftzug ganz groß über die Heckklappe. Kein unnütziges Klimbim hier an Linien. Unten, je nach Motorisierung, gibt es dann ein bzw. zwei Rohre. Die elektrische Heckklappe ist übrigens optional, aber dadurch, dass sie sehr leicht ist, glaube ich, kann man darauf auch verzichten. Der Ladebereich variiert je nachdem, was man wählt. Denn man kann mit diesem Ford Focus Turnier nicht nur ein klassisches Reifenpannenset wählen, sondern auch ein Notrad und ein vollwertiges Ersatzrad. Dementsprechend Maximalwert ist von knapp über 600 Liter bis deutlich über 1650 Liter. Und wir haben es euch noch nicht so im Detail gezeigt, aber es fällt natürlich im Alltag auf. Zwischenboden ganz clever, Ladekante sehr tief, ganz klassisch. Die Umlegemöglichkeiten für den Fond, aber was super praktisch ist für so eben jeden Kombi, man kann die Laderaumabdeckung sehr einfach hier entfernen, indem man so ein kleines Bändchen zieht. Und das ist wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Denn in keinem Fahrzeug, das wir bisher getestet haben, gibt es so ein kleines, cleveres Gimmick. Und dann kommen wir zu Wunsch Nummer 2, nämlich meinem ganz persönlichen Wunsch nach exakt diesem Motor. Das ist nämlich der 1,5 EcoBoost. Und nein, für alle, die es jetzt kommentieren, stopp, es ist kein Vierzylinder mehr, es ist ein Turbo. Dreizylinder, wie auch die kleinen 1,0 Liter EcoBoost Motoren. Hier in diesem Fall mit 150 PS, 240 Nm Drehmoment. Es gibt das Ganze auch nochmal mit 182 PS, nicht mit 200 PS wie im Fiesta ST. Aber ich glaube, das braucht man auch nicht. Warum? Da mehr dazu im Fahrbericht später. Und unten angefügt findet ihr auch mal die Übersetzung der 6-Gang Schaltung, die wir hier haben. Es gibt auch die 8-Gang Automatik. Die 6-Gang Schaltung ist aber auch eine andere als mit den kleinen Dreizylindern. Und warum habe ich mir diesen Motor gewünscht? Ich glaube, es ist eigentlich auf Benzinerseite das ideale Triebwerk sowohl für den Ford Focus als auch für den Focus Turnier. Und dann schauen wir uns auch nochmal den Fond an. Ganz wichtig, Türkantenschutz rundum natürlich beim Ford Focus. Und Fahrersitz ist auf meine 1,80 Meter eingestellt. Kniebereich, glaube ich, ausreichend Platz. Auch nach oben hin massiv Platz. Also über die ganze Hand kriege ich da noch dazwischen. Sehr flacher Mitteltunnel, also kann man hier auch getrost gut zu dritt sitzen. Und ja, da wir die Titanium-Ausführung haben, gibt es jetzt hier nicht weiter viel zu erzählen, außer eben noch die Armlehne mit den zwei Cupholdern. Und dann schauen wir uns vor dem Fahreindruck noch das Cockpit an. Titanium heißt, ja, so eben die normale Ausführung für den normalsterblichen Fahrer. Stoffsitze, die etwas mehr Seitenhalt gebrauchen könnten, aber dafür gibt es ja dann wiederum die ST-Line mit den Sportsitzen. Dementsprechend gehen wir jetzt davon mal ab. Die sind aber auch sehr schön verarbeitet. Wir haben jetzt hier knapp 5000 Kilometer drauf. Ist auch jetzt nicht irgendwie zu erkennen, was mäkelig wäre. Dann hier oben, der Bereich ist weich. Dann haben wir die Kunststoffdekore. Dann ist immer noch alles weich und der untere Teil, so ab Klimaanlage, ist dann harter Kunststoff. Darunter hier große Ablage bzw. optionale induktive Ladeschale. Was ich sehr schön finde, ist hier in der Mittelkonsole die verstellbaren Cupholder, nenne ich sie einfach mal. Das heißt, man kann die entweder komplett wegschieben, hat eine große Möglichkeit, hier was reinzulegen, oder kann die auf die Flasche passend einstellen. Und dann gibt es auch hier darunter nochmal ein wenig. Und egal welchen Motor man wählt, ich würde auf jeden Fall auf das große 8 Zoll Touch Display verweisen. Es ist einfach
von der Auflösung schön, von der Aufmachung schön und von der Funktionalität auch das umfangreichste. Dann Handschuhfach könnte etwas größer sein. Dafür haben wir auch nochmal große Ablageflächen in den Türen. Und da seht ihr dann auch schon die B&O Play Anlage, die mir in Fiesta nach wie vor besser gefällt, weil einfach sehr viel Watt auf sehr wenig Raum kommt. Hier kommt dieselbe Wattzahl auf etwas mehr Raum. Dementsprechend klingt es nicht ganz so voluminös wie im kleinen Fiesta. Persönlich würde ich es mir jetzt nicht unbedingt in den Focus bestellen, aber es soll auch mal erwähnt sein, wir haben hier das optionale Head-Up-Display, das auch nur eine ausfahrende Kunststoffscheibe ist, aber im Vergleich zu seiner Konkurrenz nicht hier auf den oberen Teil des Dashboards projiziert oder die Motorhaube, sondern mit meiner Sitzposition auch wirklich auf die Straße die Informationen projiziert. Starten wir rein, und zwar logischerweise mal wieder mit dem Verbrauch, und maximal gehen hier 6,1 Liter im Schnitt durch. Man kommt aber im Prinzip oft und eigentlich quasi tagtäglich mit deutlich unter 6 Litern aus, auch in der Stadt mit 5,8 Litern. Dabei hat natürlich auch dieser 1,5 Liter EcoBoost die intelligente Zylindersteuerung. Was steckt dahinter? Im Prinzip wird im niedrigen bzw. sogar, glaube ich, mittleren Lastbereich ein Zylinder dieser drei deaktiviert. Merkt man nicht. Ist wirklich richtig gut gemacht. Ich kann es immer nur so grob herleiten, wenn man wirklich niedrige Lasten hat. Also im Prinzip jetzt eigentlich auch hier in diesem Bereich, wenn wir so relativ easy dahin gleiten und nicht wirklich einen Großteil dieser Leistung überhaupt benötigen. Und wenn wir diesen Großteil dieser Leistung benötigen, dann ist er auch wirklich sehr kernig, sehr spritzig, der dreht richtig freudig nach oben. Und es ist eigentlich schon direkt mein Lieblingstriebwerk im Focus geworden. Selbstverständlich steht da noch der Focus ST aus, aber bis wir den mal fahren können, glaube ich, bleibe ich bei dem hier. Denn er hat auch nicht diesen typischen Dreizylinderklang. Er klingt etwas kerniger, etwas leicht aggressiver. Und wenn man sich so reinsetzt, denkt man, ja, das ist irgendwie ein Vierzylinder, der so eine leicht sportliche Note im Soundaktuator bekommen hat. Irgendwo da in diesem Geräuschpegel sind wir, aber hier ist ja logischerweise kein Soundaktuator dabei. Wenn überhaupt, möchte man eigentlich den Sound hier wegbekommen. Aber er gefällt mir richtig gut, denn technisch gesehen haben wir hier einen halben Sechszylinder. Dann, ich habe es schon angedeutet, dieses Triebwerk gäbe es auch mit einer Achtgang-Automatik. Ich bin jetzt aber von dieser Sechsgang-Schaltung auch relativ positiv angetan, denn wir haben so, ich sag mal, leichte Druckpunkte in den Weggassen. Das macht das Ganze sehr verbindend mit dem Fahrzeug. Auch die Übersetzung gefällt mir richtig gut. Man kann sehr niedertourig damit fahren. Und eben wie Ford seine Dreizylinder baut, muss man auch vom sechsten Gang nicht runterschalten, sondern kann einfach so ein bisschen aufs Gas und er geht nach vorne. Die Drive Modes, die hier in der Mittelkonsole sind, habe ich ehrlich gesagt nie angefasst. Also ich finde, man kann im Normalmod, dadurch, dass wir eben das Schaltgetriebe haben, sehr viel mehr spielen und sehr viel mehr Eco in Anführungszeichen mit dem Gasfuß fahren und sehr viel mehr sportlicher fahren, als das irgendwie die Modi irgendwie regeln könnte. Bei der Automatik, glaube ich, ist das dann allerdings so, dass man sie wahrscheinlich sogar brauchen wird. Warum ist dieser Motor mein Lieblingsmotor geworden? Ja, wir haben ja hier mit diesem Kombi, mit diesem Turnier gerade mal 1,4 Tonnen zu bewegen. Das sind umgerechnet echt wenig Kilogramm, die teilweise sogar mancher Kleinwagen inzwischen auf die Waage bringt. Also haben wir enorme Kraftreserven hier und können dementsprechend auch, wie schon angedeutet, sehr sparsam hier unterwegs sein. Und gleichermaßen sind wir aber auch mehr als konkurrenzfähig mit diesem Triebwerk, weil es einfach super sportiv anspricht. Und sportiv meint jetzt nicht im Sinne von Rasen, sondern einfach die Elastizität, wie das schöne Wort so heißt, also so zwischen den Gängen einfach so im höheren Gang so mal kurz beschleunigen, macht er einfach richtig gut. Das gefällt mir richtig gut, insbesondere natürlich auch, wenn wir länger mit diesem Fahrzeug unterwegs sind. Und länger unterwegs sind, da kann er dann auch den Komfort voll ausspielen. Also das Fahrwerk ist wirklich super komfortabel, ein Sahnestück. Was mir auch sehr schön gefällt, wenn man in Anführungszeichen eine, ich sag mal, Notsituation hat und es falsch eingeschätzt hat und man lenkt so leicht ein, kann man sehr schnell
korrigieren an der Lenkung. Und das Fahrwerk macht das alles super neutral mit. Also Fahrwerk, Lenkung ist wirklich ein Sahnestück hier. Egal, ob man im Focus fährt oder im Focus Turnier fährt. Kommen wir zum Thema NVH und dementsprechend auch Komfort, Geräuschkomfort. Und der ist deutlich besser als bei den kleinen Dreizylindern. Wie gesagt, der Motor klingt etwas anders, etwas sonorer, etwas tiefer und nicht ganz so aufdringlich wie die mit 1 Liter Hubraum. Und dementsprechend ist auch der Geräuschkomfort etwas besser, aber wirklich nicht groß, aber merklich, so dass man es einfach mitbekommt. Jetzt hier mit den 17 Zoll Felgen ist natürlich das Ganze auch sehr geräuscharm, was die Abrollgeräusche angeht. Wie gesagt, auch sehr komfortabel. Wenn man sich voll konzentriert und die Kabine sehr leise ist, keine Audioanlage läuft oder sonst was, dann hört man ihn so ein bisschen dröhnen. Mich persönlich stört das jetzt nicht wirklich. Es kann natürlich auch der eine oder andere sein, der sich an diesem Geräusch stört. Insgesamt finde ich die Kabine aber sehr gut abgedämmt und sehr geräuscharm für die Kompaktklasse und vor allem auch für die Preisklasse, in der wir uns hier bewegen. Dann von den Assistenten, die kann man hier aktivieren, den Spurhalteassistent unter anderem, der dann auch schöne grüne Linien anzeigt, wenn er aktiv ist und dann schön präzise zurücklenkt, wenn wir mal von der Spur abkommen sollten. Und dann gibt es ja selbstverständlich auch noch die Verkehrszeichenerkennung. Da muss man sagen, die ist richtig gut. Ich würde sagen, so bei 98-99%. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an keinen groben Schnitzer erinnern. Jetzt mag man über die Ford Dreizylindermotoren sagen, was man möchte. Aber man muss auch ganz klar festhalten, wenn man hier so ein, zwei Dinge wegstreicht, hat man ein fast unschlagbar gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und mit diesem Motor, den wir hier jetzt vorgestellt haben, glaube ich, ist das Paket auch wirklich komplett. Das war es auch schon mit dem Video zum Ford Focus 1.5 EcoBoost. Aber das soll es insgesamt mit dem Ford Focus noch nicht gewesen sein. Denn wir haben ja jetzt verschiedene Motorisierungen schon bereits gefahren, bereits vorgestellt. Und wir werden noch eine Kaufberatung machen und euch ganz genau an die Hand geben, was empfehlenswert ist beim Ford Focus und was man getrost in Anführungszeichen vergessen kann. Aber uns würde natürlich jetzt noch interessieren, was sagt ihr zu diesem Triebwerk? Sagt ihr, ja, mach dem, was du sagst, glaube ich, schaue ich mir näher an. Oder, nee, ich bleibe doch lieber bei meinen klassischen 1,6 Liter Benziner mit 4 Zylindern von eben jener Konkurrenz. Da auch wirklich bitte anfügen, welche Konkurrenz insbesondere. Und dann war es das auch schon. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.